Nee. Dora, ich hab noch gar nichts gemacht. Was ist der Ölmeister, die Fotze? Meine 6 Bullen Schnaps am Tag, das ist krank, oder was? Nein, naja. Das ist ja schon krank, oder? Das ist nicht krank. Nein. Die wollen uns verarschen hier, Alter. Will ich mich rollen? Meine Fische, die müssen noch mit. Meine Fische darf ich nicht behalten. Zurzeit rufen mich sehr viele fremde Nummern an und das mag ich nicht. Ja. Und dann geht es immer hauptsächlich um nur um seine Fische, nur um seine Fische. Ich gehe nicht ins Kalte. Ich habe Lungenkrebs. Seid ihr noch ganz dick? Ja, oder dann was? Ziehen Sie sich bitte in die Jacke und Sie ich wissen. Bleibe nur sitzen. Weißt du, was da für Geld drin steckt, in die ganzen Engel und den ganzen Mister? Ich habe gerade geholfen. Ich kann nicht lange stehen. Ich habe immer so einen Krampf in der Wade. Erst habe ich es in die Füße gehabt und jetzt in die Wade. Ich schmeiße gleich den Bierbull an den Kopf, Alter. Der bringt Geld, Mann! Hey, du bist so eine Fotze, Alter. Na hier, der Bablik, der Arschficker. Ich habe sofort die 30 Euro in Briefumschlag gemacht, in Kasten gesteckt. Der Sicherheitsdienst hat zu mir wieder hier. Und dann schickte mir eine Kündigung, ich hätte Mietschulden. Wie jeden das? Ich muss ins Krankenhaus. Ich sage, ich gehe nicht ins Krankenhaus, weil hier auf der Straße die Katze rumläuft. Eine Lungenentzündung und ich sollte ins Krankenhaus, aber ich habe vor dem Krankenhaus Angst und deswegen gehe ich da nicht hin. Ja, hier sind meine ganzen Papiere drin. Na danke. Ich laufe rum wie so ein Ass. Hier ist er. Ich vermute, dass sie dabei die Duschen auch Kameras eingebaut haben. Mich hilft keiner. Die lassen mich schon 2 Wochen auf der Straße sitzen. Alle Kinder. Mich hilft keiner. Mich hilft keiner. 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 Und da haben sie mir für 70 Euro einen Taxi-Gutschein geschenkt. Und ich darf mit der Taxi kostenlos fahren. Ich darf so nicht so kostenlos fahren. Guten Morgen, Frau Ritter. Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Wie geht's denn Ihnen? Beschissen. Weiter eben gekriegt hier. Das. Die Anwältin hat gesagt, er kommt heute wieder raus, weil er hat ja über 3 Promille gehabt. Das ist grausam. Versuchen Sie Ihrem Sohn zu helfen und wenn ja, wie soll ich ihm denn helfen? Lassen wir uns überraschen, was noch kommt. Fensterscheibe kaputt geschmissen, Jasmin geschlagen, Telefon kaputt gebrochen. Ich habe Anzeige gemacht. Morddrohung, Christopher wollte mich aus dem Fenster schmeißen. Also ich hasse meine Jungs. Ich verfluche sie. Alle 2 hier da unten. Es sind Ihre Kinder? Nein, die nicht mehr. Ich finde das nicht in Ordnung, dass die Ausländer bevorzugt werden. Und kriegen alles in den Arsch gestickt. Und da sind die Jungs runtergegangen, haben sie den einen abgebrochen vor der Fresse und den näher? Mein Papa ist ins Gefängnis gegangen. So, dann sind wir alle ins Gefängnis gegangen. Wassertabletten durch meine Krankheit. Die saufe ich jetzt aber mit Bier und nicht mit Wasser. Das, was ich vorhin getrunken habe, das war auch schon wieder zu viel. Wie viel haben Sie heute schon getrunken? Das ist das Erste. Der saß vorhin auf der Toilette mit der Schnapsbulle. Ich habe 2-mal die Hand jetzt bei meiner Mutter herum. Das stimmt. Was würden Sie sich denn wünschen, komm was sich hier ändert an dem Verhalten von Norman? Komm hierher. Der muss weg. Aus meinen Augen. Ich will den nicht mehr sehen. Um zu beweisen, dass sie genug hat, zeigt sie uns ihren Kühlschrank. Bei mir können Sie reingucken. Aber Norman, was glauben Sie, wie lange halten Sie das noch durch? Ja, nicht mehr lange, weil es drückt schon wieder. Gott sei Dank. Ich mag es schon wieder, wie es drückt. Aber wollen Sie nicht weiterleben? Naja, sie haben nicht. Warum? Oh, ist das peinlich. Kannst deine Mutter so dumm kommen, du Blödföhn. Warte, mein Freund, und dafür kriegst du jetzt eine Anzeige. Du stockschwuler Arschficker. Wird's mir kreuzweise am Arsch lecken, wenn ich frisch geschissen habe. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Das Jahr war richtig beschissen. Ich will weg hier aus dem Dreckpuff.